Zeig. Von einem. Zeit miteinander. Das ist. Bitte, es stört der Park. Sturm Graz hat eine durchwachsene Saison hinter sich und deshalb einen neuen Trainer. Kann er das Steuer herumreißen oder holt man sich auch mit ihm nasse Füße? Sturm hat einen eigenen Trainer. Nutzt das was? Ich glaube schon, ja. Da fordert sie wieder her. Da erhoffe ich mir schon, dass er mal richtig einmal trainiert wird, weil die Sturmmannschaft, die hat die Kondition stimmt, die hinten und vorne. Ist ja Slowenien, was soll ich machen? Glaubst du nicht, dass der was bringen wird und ein bisschen wieder frischen Wind einbringen? Hoffentlich. Ich bin kein Fußballfan. Schaut nicht gut aus für Sturm. Die sind nach einer halben Stunde ausgelaugt und ich komme öfters runter in das Trainingszentrum, schauen wir das an, aber da ist kein richtiger Einsatz. Es wird halt so irgendwie trainiert und das zeichnet sich dann im Spiel ab. Woran ist es gekrankt? Woran hat es gelegen, dass Sturm in letzter Zeit so schlecht war? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, allein die Motivation hat gefällt. Also, ja. Milanitsch ist eine gute Adresse. Viel Erfolg in Marburg gehabt. Wir hoffen, dass er gerade zweiter Erfolg hat. Und der neue Mann, der wird die sicher auf Vordermann bringen. Also mit konsequent richtig aufbauen, dass die Burschen mal Kondition haben und dann balltechnisch besser auf Zack sind, dass nicht immer solche Abspielfehler sind nach und nach. Und die kommen noch vorwärts. Schauen wir ab und zu Ländermatch an. Das schon, also Österreich gegen Schweden oder so. Aber von so örtlichen Sachen ist nicht mein Fach. Wieso hat es mit dem Shop nicht geklappt? Was glaubst du? Viele Ursachen. Sehr schwierig in dieser Situation etwas zu machen. Soll man den Shop jetzt nicht ankreiden im Moment. Die Situation war verfahren. Jetzt ein Neubeginn und vergessen einfach die alte Situation. Da ist kein Respekt vorhanden zu dem, weil der auch einmal ein ehemaliger Sturmspieler war. Und wenn einer von außen kommt, dann ist automatisch mehr die Autorität wird geachtet und respektiert. Das würde ich gesagt haben. Er muss seine Manager also haben, die vollen Vorstände bei dem Sturm. Ja. Die rahmen auch. Die vier wollen sie nicht spielen, dann die Spieler so da immer war. Und früher war das. Da war man stolz, ein Sturmspieler zu sein. Und das hat dann auch geprägt, das Ganze. Und da hat auch dadurch der Einsatz viel mehr gestimmt. Ich habe keine Ahnung, dass Sturm einen neuen Trainer hat. Gut, jetzt wissen Sie es. Fußball interessiert bin ich. Danke für die Information.